auf die Nachricht schaust. Doch sie meldet sich nicht, lässt die Haken blau. Ey, beim Charme der Frau wird jeder Mann zum Clown. Ja, Vanessa macht manchmal gern noch Badass Bitch, die ein bisschen mit dir spielt und dich lächelnd ist. Doch wenn du sie ignorierst und ein bisschen wartest, dann hast du sie am Haken wie Oxstar war mit Beatis. Braucht keine Bad Boy Vibes oder lange schwarze Haare. Ja, sie hat nur für mich Zeit in ihren sogenannten Phasen. Auf ein Feature mit ihr könnt ihr noch so lange warten. Sie will nur Farbe, merkst, was Dominanz gehabt. Ich grinse, ich grinse und ich sage, und ich sage es ist witzig, weil es wahr ist. Sie sagt, mach dir keine Sorgen, sagt, wir treffen uns doch morgen. Doch dann hat sie schon was vor, denn es ist alles Schall und Strauch. Sie sagt, heute bin ich fleißig, produktiv ab 8.30 Uhr. Dass sie das nicht macht, das weiß ich, es ist alles Schall und Strauch. Ich kam mit Dead by Daylight und Marius. Bald crashen Late Night Sessions ihren Schlafrhythmus. Kolberie und DBD, Obsession der Sonderklasse. Call me Palpatine, ich hab ein Monster erschaffen. Und inzwischen sitzt sie ausschließlich, bis sie viereckige Augen kriegt im blauen Licht des Bildschirms. Und gibt dem Taugenichts nen Haufen Klicks. Denn Pop füllte sich höchstens für 1000 Bits. Was objektiv betrachtet traurig ist. Der Fabian Merks Fanclub war außer sich. Fangirl Number One, ich glaube nicht. Ich grinse und ich sage, und ich sag es, es ist witzig, weil es wahr ist. Sie sagt, mach dir keine Sorgen, sagt, wir treffen uns doch morgen. Doch dann hat sie schon was vor, denn es ist alles Schall und Strauch. Sie sagt, heute bin ich fleißig, produktiv ab 8.30 Uhr. Dass sie das nicht macht, das weiß ich, es ist alles Schall und Strauch. Jetzt hat Vanessa mich zu lang auf Red gelassen. Zu Silvester hat sie mich noch ausgelacht. Doch seitdem will sie keinen Chat verpassen. Sie kriegt täglich Schweinchen, doch wird jetzt zur Sau gemacht. Sie kommt aus Sachsen, woanders war sie kaum. Deshalb ist sie jetzt politisch so wie Gabi Braun. Doch wir reden auf sie ein, ihre Mauern geben nach. Trotzdem ist sie sauer, wenn ich sag, aber klar, anders kriegt man sie nicht mehr erreicht. Distanziert sich keiner weiß, ist sie hier oder daheim, denn sie sagt nichts. Wir nehmen es persönlich, will sie damit sagen, dass ihr es hier zu schön ist? Ich grinse und ich sag es, es ist witzig, weil es wahr ist. Sie sagt, mach dir keine Sorgen, sagt, wir treffen uns doch morgen. Doch dann hat sie schon was vor, denn es ist alles Schall und Strauch. Sie sagt, heute bin ich fleißig, produktiv ab 8.30 Uhr. Dass sie das nicht macht, das weiß ich, es ist alles Schall und Strauch. Okay, letzter Part, ja, sie nannten mich Verräter, Flo. Doch im Vergleich zu dir, was ist denn ein Verräter schon? Du hast keinen Bock und lässt mich dafür stehen? 1, 2, 3 von 10. Und jetzt wurde ich von dir mit DBD ersetzt. Doch das alleine hätte mich noch nicht so tief verletzt. Komm mal öfter vorbei, statt in Discord zu gehen. Denn wie euren Kanal kann ich dich nicht mehr sehen. Ich bring dir das mit harten Worten bei. Denn ich weiß, du wirst gleich weinen wie beim Torte schneiden. Gefällt's dir, dass wir uns wie Bad Boys kleiden? Ey, Vanessa, ich war auch mal 12. Haha, ist gleich fertig, alles Schall und Strauch. Ich nehm wieder Songs auf, alles Schall und Strauch. Ich schreib euch jetzt öfter an, alles Schall und Strauch. Das ist alles Schall und Strauch. Sie sagt, mach dir keine Sorgen, sagt, wir treffen uns doch morgen. Doch dann hat sie schon was vor, denn es ist alles Schall und Strauch. Sie verspricht dir mehr zu schreiben, dir mehr Zuneigung zu zeigen. Ich frag mich, wird das so bleiben? Es ist alles Schall und Strauch. Sie hat doch mal nichts vor und flüstert in mein Ohr. Ich bin Fabian Merks Lieblingsfeature. Doch ich denke immer wieder, ich betrüge Glitzerwarner mit